Hi Leute, ich möchte euch heute ein Fashion Haul machen und zwar habe ich da so einige Sachen gekauft für den Sommer und ich werde es in zwei Teile teilen, das Video. Es gibt ein paar Sachen, die ich schon vor einer Weile gekauft habe, die zeige ich euch als erstes. Ich weiß nicht, ob es die noch alle gibt, aber ich werde euch trotzdem alle Infos geben. Und dann im zweiten Teil des Videos zeige ich euch dann die neuen Sachen, die sind brandneu, die habe ich vor 2 Tagen gekauft, da ist auch überall noch das Preisschild dran. Also wenn ihr die mögt, dann könnt ihr euch die auf jeden Fall nachkaufen. Ja, dann fange ich sofort an. Und zwar, das erste, was ich euch zeigen möchte, ist ein kleines Tanktop. Und zwar ist es so löchrig und gestreift. Und es hat eine lilane Farbe, ist von Urban Outfitters. Ich habe es glücklicherweise im Sale bekommen. Ich glaube, ich habe nur so 10 Euro bezahlt oder so. Und es ist hinten ein bisschen länger als vorne. Also dieses High-Low, was ja so beliebt ist bei Röcken, ist hier dann bei diesem Top. Und man kann zum Beispiel, wenn man jetzt an den Pool geht oder an den Strand oder so, dann kann man einfach ein Bikini darunter ziehen. Man könnte aber auch einfach ein schwarzes Tanktop drunter ziehen oder sonstiges und dann eine kleine Shorts dazu oder so. Dann wird es total süß aussehen. Und ich hatte das jetzt auch schon ein paar Mal an und mir hat es total gut gefallen. Ich habe noch eine Hose, eine Jeans in demselben ähnlichen Ton. Das sah auch ganz, ganz süß aus. Und ich zeige euch das dann auch nochmal, wie ich das trage in Outfit-Videos oder so. Ja, das ist das Erste. Dann habe ich ein kleines Jäckchen, es ist so eine Art, einfach nur zum Drüberwerfen im Sommer, wenn vielleicht doch mal eine Brise da ist oder auch ein bisschen später abends oder so. Und zwar hat es so einen Off-White-Ton und es ist auch wieder leicht löchrig, nicht ganz so transparent wie das andere, wie das Top eben. Und es hat hier, es ist so ein bisschen hochgekrempelt an den Ärmeln und es ist etwas kürzer von der Länge her, was ich aber auch sehr süß finde. Und das hatte ich auch schon ganz oft an in den Tagen, in denen es jetzt so warm war. Und das ist von Review. Und ich kann mal gucken, ob man das vielleicht online noch bestellen kann oder so. Aber dieses Jäckchen gefällt mir sehr gut. Das habe ich meiner Schwester gleich auch gekauft. Als nächstes habe ich ein etwas sportlicheres so Casual T-Shirt. Das ist ein Crop Top und ist von H&M. Und ist einfach nur so schwarz und hat vorne so ein Tribal-Muster-ähnliches Dings drauf, ich weiß nicht genau. Und das hat mir einfach total gut gefallen. Ich musste das haben. Das gab es für 9,95 bei Divided Red. Und ich habe es zum Beachvolleyballspielen zum Beispiel angezogen. Ich finde, das ist total sportlich und süß. Dann zeige ich euch noch 2 Shorts, bevor ich zu dem neueren Teil komme. Und zwar ist die sind beide von H&M. Und die eine hat diesen türkisen Ton, so ein schönes Blau, hellblau-türkis. Und die finde ich total schön, die ist von LOC, hat hier so einen braunen Knopf und ist hier unten hochgekrempelt ein bisschen. Und was ich an der so besonders auch mag, ist, dass die so locker ein bisschen ist und auch so eine schöne Länge hat, dass man sich wirklich total wohlfühlen kann. Ich finde, es ist einfach so eine bisschen gemütlichere Shorts. Ich habe ein paar, die sind ziemlich eng, was ich auch mag, aber sowas ist auch mal ganz angenehm. Und die hat hier hinten auch nochmal 2 Knöpfe. Genau. Dann habe ich noch eine Shorts und zwar ist die jetzt aber etwas enger und vor allem ist sie eine so eine High-Waisted Shorts, was ja im Moment auch total trendy ist. Und das finde ich auch cool. Ich hatte die auch schon ein paar Mal an. Ich zeige euch dann vielleicht auch mal, wie ich das tragen würde in einem Outfit of the Day Video oder so. Aber die hat mir auch total gut gefallen. Und ich kann mir vorstellen, dass es die jetzt auch noch bei H&M gibt. Die hat hier hinten so angedeutete Taschen und einen silbernen Knopf vorne. Genau, das war es dann erstmal für den Teil der Sachen, die ich schon etwas länger habe. Jetzt zeige ich euch meine neueren Sachen und wie gesagt, ich finde die so schön. Also ich freue mich total, die euch zu zeigen. Ich zeige euch auch erst gleich mal noch meine Shorts und also Hosen und dann auch noch ein paar Oberteile. Und alles, was ich euch jetzt zeige, habe ich von Zara und Mango. Also das erste ist wieder eine Shorts. Und zwar hat die so einen mintgrünen Ton, der auch super trendy ist. Ich finde den auch toll, einfach grell und schön und so neonmäßig und für den Sommer, es macht einfach gute Laune. Und zwar ist es von TRF, das ist diese obere Section bei Zara meistens. Und das hat 25,95 gekostet und es ist so ein bisschen rau angedeutet an manchen Stellen und so hat so ein bisschen zerkrumpelten Look. Jetzt zeige ich das auch mal von hinten. So sieht die aus. Und die war einfach super gemütlich. Ich hatte die an, die hat perfekt gepasst. Die hat so einen goldenen Knopf und ist super, super süß. Und ich freue mich schon, die zu tragen, wenn es wieder schön heiß draußen ist. Also die ist
Die ist richtig cool und die gibt es auf jeden Fall noch. Also wenn ihr die mögt, dann schaut bei Zara, bei TRF. Als nächstes zeige ich euch eine farbige Jeans. Und zwar ist das die hier. Die hat so einen lachsfarbenen Ton. Finde ich total schön. Die saß total toll und richtig schön sommerlich. Das ist so eine Skinny Jeans, die unten eng wird. Oh, falls ihr das erkennen könnt. So sieht die hinten aus. Also es ist eine ganz normale Skinny Jeans. Da ist nicht so viel Besonderes dran. Aber die kann man super kombinieren für den Sommer. Ich zeige... Ich werde auf jeden Fall auch damit mal ein Outfit-Video machen und ich habe mich in diese Farbe verliebt, in die Hose verliebt, also musste ich sie kaufen. Und die hat 29,99 gekostet. Und jetzt hatte ich fast vergessen, die Hose ist von Mango. Die Shorts war von Zara, aber die Hose ist von Mango. Ja. Jetzt komme ich wieder zu Zara und zwar ist das ein weißes Tanktop, beziehungsweise transparentes Tanktop. Ist etwas länger. Ist hinten in der Mitte so runtergenäht. Hier, falls man das erkennen kann jetzt. Und hat vorne solche Details drauf, die auch so ein bisschen Tribal-Mustermäßig sind. Und ich fand das total schön. Ich kann mir da super vorstellen, auch wieder irgendwie ein Bikini oder sowas drunter zu ziehen. Und mit einer Shorts vorne reinstecken, das Top in eine Shorts vorne reinstecken. Das ist ein super schönes Top. Und es hat solche dünnen Träger und hat 16,95 gekostet, auch von TRF bei Zara. Jetzt kommen wir zu einem Top, was ich wunderschön fand. Ich habe es anprobiert, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht erst anprobieren dürfen, weil es ist etwas teurer und es ist auch von TRF von Zara und es ist wunderschön. Es ist für, wenn man abends vielleicht auch, man kann es auch abends anziehen, man kann es auch tagsüber anziehen, aber ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ach, das ist so schön. Da ist das so ein Tanktop mit Pailletten. So schön, bling bling. Und da ist ein bisschen Mintgrün drin, dann Korall und Braun-Beige. Dann hat es hier diese Schnüre, die runterhängen, was das diesen total flowy, schönen Look gibt. Und hier unten ist es vorne länger als hinten. Und hinten ist es durchsichtig, was ich aber irgendwie total schön finde, so ein bisschen sexy. Und sommerlich. Und ich finde das wunderschön. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, das tagsüber zu tragen und vielleicht dann aber nur ein bisschen schlichtere Schuhe und vor allem eine schlichte Hose. Aber ich kann es mir auch total gut als Abendoutfit vorstellen, wenn man vielleicht schön essen gehen will oder so. Und ich habe mich auf jeden Fall in dieses Top verliebt, sobald ich es anhatte. Und das ist auch von TRF und hat... 49,95 gekostet. Also wie gesagt, ist ein bisschen teurer, aber es ist wunderschön und ich freue mich schon sehr darauf, das zu tragen. Okay, das letzte Teil, was ich euch zeigen will, ist auch eins meiner Lieblingsteile, die ich jetzt neu gekauft habe. Ich denke, ich werde das ganz, ganz oft tragen. Das ist ein Teil, was im Moment auch total im Trend ist, und zwar eine Jeansjacke. Ich finde die Jeansjacke sehr, sehr, sehr schön. Ich hatte die zufälligerweise bei Mango entdeckt. Ich hatte nicht unbedingt nach einer gesucht, aber ich habe die gesehen und dachte, ach, ich probiere das mal an. Und es saß total schön. Wenn ich das jetzt so halte, könnt ihr das wahrscheinlich gar nicht so gut erkennen. Es gibt ein Bild, was ich gemacht habe auf Instagram, wo ihr das sehen könnt, falls ihr mal sehen wollt, wie das ungefähr angezogen aussieht. Da habe ich das bei Instagram gepostet. Ich blende euch das ein, meinen Namen dort, und ich poste das außerdem auch nochmal in die Infobox. Aber auf jeden Fall hat die so ein helles Blau, so weißlich ein bisschen, und hat so einen Rocker-Flair. Und hat hier an den Ärmeln solche Knöpfe und hier oben auch. Außerdem hat sie so einen schrägen Reißverschluss, also sollte ich sie zumachen, dann geht es so schräg rüber, aber ich denke, dass ich die hauptsächlich offen tragen werde. Und hat dann hier unten solche zwei Knöpfe. Das ist auch so eine eher kürzere, also so eine Crop-Jeansjacke. Und die passt zu total vielen Sachen, die ich mir jetzt auch neu gekauft habe, aber auch Sachen, die ich schon habe. Und ich denke, wenn es auch abends ein bisschen kälter ist im Sommer, dann ist die auch total schön. Es gibt eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, bei der man die tragen kann. Und ich zeige euch auch nochmal angezogen in Outfit-Videos, wie ich ja schon gesagt habe. Ich finde die so schön und die gibt es im Moment auch noch bei Mango. Also wenn ihr die haben wollt, die gibt es da schon länger, dann müsstet ihr euch auch, glaube ich, ein bisschen beeilen, weil die sehr beliebt ist. Und
Ja, das ist die Jeansjacke. Das war's dann für mein Fashion Haul. Wenn euch die Klamotten gefallen haben, besonders die im zweiten Teil des Videos, dann werde ich alle Infos nochmal in die Infobox tun. Ihr könnt auf jeden Fall schauen, wie viel die Sachen gekostet haben, woher ich sie habe. Falls ich noch irgendwas vergessen habe zu sagen, alles ist in der Infobox. Ich denke, ich werde auf jeden Fall Outfit-Videos machen, also könnt ihr danach Ausschau halten. Und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag, auch wenn es ein bisschen grau gerade aussieht. Und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!